Hi Leute und herzlich willkommen zur vierten Folge von RimWorld. Ja, in der letzten Folge habe ich es echt geschafft, die Nahrung aus dem Auge zu lassen. Und jetzt haben wir ein großes Problem. Und zudem brauchen wir eine Entspannungsmöglichkeit. Vergnügen, was haben wir denn da? Ein Schachtisch, ein Hufeisenstab. Ja komm, wir machen mal einen Schachtisch. Hier hin und können dann mal hier einen Stuhl hinmachen und hier noch einen Stuhl. Okay. Ja, wir müssen jetzt dringend gucken, dass gejagt wird. Wer ist denn unser Jäger? Das ist Unisan. Mann, der macht aber ziemlich viel. Naja. Der ja schläft gerade. Das heißt, morgen muss dringend gejagt werden. Und ich würde sogar sagen, dass der hier priorisiert werden muss, das Riesenfaultier. Weil, wenn das gezähmt wird, nicht gezähmt wird, wenn das gejagt wird, dann haben wir erstmal ordentlich Fleisch. Das ist wichtig. Hier ist noch eins. Das ist ein junges. Wir machen erstmal, wir können auch versuchen, die zu zähmen und zu züchten. Naja, würde ich jetzt erstmal lassen. Okay, dreifache Geschwindigkeit. Wir brauchen dringend, dringend Nahrung. So, Selma sollte auch mal sich schlafen legen. Ja, das war ja nicht so schlau von mir. Verbundenes Tier gestorben. Was? An Nahrungsmangel. Oh, leck. Oh, mio. Das geht immer schneller, als man denkt. Da passt man einmal nicht auf, ne? Was machst du jetzt mit der Katze? Ach, der füttert den jetzt mit der Katze. Igitt! So, du. Beobachte Sonnenaufgang. Nein, du jagst jetzt. Und zwar dringend. Dringend. Der Mais wird nämlich nicht schnell genug fertig. So, gehst bitte auch ein bisschen näher ran, weil er gerade schläft. So, der hält natürlich einiges aus. So, Poppy, kann gerade nicht viel machen. Baut komprimierten Stahl ab. Lass das mal. Jetzt habe ich überall Stahlaufträge gemacht. Warum eigentlich? Naja, egal. So. Was schießt die da die ganze Zeit rum und selbst dann trifft sie den nicht immer. Naja, gut. Warte, wo willst du hin? Schaut den Wolken zu, genau. So, nein. Weißt du was? Mach hier bitte weiter. Wir brauchen hier dringend Fleisch. So, wie sieht's aus? Oh, Alter, das hält echt viel aus. So, okay, es ist down. Das heißt, wir haben jetzt endlich wieder ein bisschen Fleisch. Das ist total wichtig, dass wir das jetzt gemacht haben. So, machen wir ein bisschen schneller. So, wer ist unser Koch? Poppy. Kommt bitte nach Hause. Was machst du? Baut komprimierten Stahl ab. Nein. So, bitte nach Hause kommen. So, was macht Selma? Baut komprimierten Stahl ab. Ich glaube, ich habe da ein paar zu viele Aufträge aus Versehen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. So, Poppy. So, was machst du jetzt? Schlachtet Kreatur. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. So, Wildschwein. Ja, wenn man da mal treffen würde, ne? Das ist
schwach. Was hat die denn? Fernkampf 8, meine Güte. Das sollte aber auch ein bisschen schneller gehen. Okay. So, jetzt wird das Riesenfaultier erstmal geschlachtet und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Fleisch. Sehr gut. Der Häftling hat sich vollständig erholt. Der hat wahrscheinlich auch Nahrungsmangel. Oder? Hat eine Leiche gegessen. Ja, das habe ich nicht beauftragt. So, wir haben jetzt erstmal ordentlich Fleisch. Ja, 225 Stück. Das ist natürlich viel. Was machst du? Nein! Um Himmels Willen, hör auf, das Fleisch zu essen! Oh Gott! Ja. Du sollst jetzt bitte mal Sachen kochen. Schlachtet Kreatur, nein. Priorisiere Koche. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir jetzt Nahrungssachen ranbekommen. Hier sind jetzt noch ein paar Kreaturen drin, das ist auch ganz gut, aber jetzt priorisieren wir erstmal, dass gekocht wird. Bundestier, Wildschwein rächt sich. Nein! Erschieß es! Sag mal. Oh, oh. Sehr gut. Das ging gerade noch mal gut. Hallo? Mach mal bitte weiter. Keine halben Sachen machen heute. Okay. So, wir haben jetzt wieder ein paar bisschen Nahrung. Und hier drin ist es 23 Grad warm. Weil wir keinen Strom haben. Warum haben wir keinen Strom? Weil die Batterie fehlt. Wollt ihr mich verarschen? Alter, jetzt geht gerade alles schief. Bauen. Unisan. Der jagt auch, verdammt. So, das ist jetzt mal ganz kurz dringender. Holy shit. So, mach mal bitte hier. So. Jetzt wird die dritte Batterie noch gebaut. Und dann sollten die Dinger auch wieder Strom haben. Hui. Ja, man verliert ja echt ganz schnell Sachen aus dem Auge. So, und jetzt muss hier drin ganz schnell runtergekühlt werden. Meine Güte. Hui. So. Ja, das ist hier nicht so wichtig, aber gut, kannst du gerne machen. Was haben wir hier? Faultierfell. Ja, gut. Hui. Meine Güte. Haben wir gerade noch so die Rettung bekommen, ne? Katze ist gestorben, aber ist besser, als wenn ein Kolonist jetzt gestorben wäre. So, was macht Selma? Ruht sich aus. Ja, das kann sie gerne machen. Aber wo? So, du schneidest mal ganz kurz hier die ganzen Himbeerbüsche. Genau, und das trägst du jetzt am besten ins Lager. Hast du es getan? Hast du. Okay, hier sollen aber auch solche Sachen reinkommen, ne? Rohes Essen, vegetarisch. Wo sind denn die ganzen, was ist das? Beeren. Beeren sollten hier aber auch reinkommen. Das müsste eigentlich unter Nahrung sein. Rohes Essen. Das müsste doch eigentlich hier unter vegetarisch sein, oder? Beeren, die sind aber erlaubt. Warum sind die dann da hinten? Ach so. Pass auf. Ich weiß, woran das liegt. Weil erstmal alles weg bei Nahrung. Und jetzt soll hier Heu, Pemmikan und das rein. Okay.
Jetzt sollten die Beeren hier nämlich gleich rausgetragen werden. Weil dieses Lager hat eine Priorität von normal, das hier auch. Und dann hat die Selma das einfach in das nächste Lager reingelegt. Okay. Puh, das war aber knapp. So, wir haben 1218 Holz. Das heißt, ich würde jetzt mal langsam beginnen, hier einen Boden reinzuziehen. Ich würde sagen, einen ganz normalen Holzboden. Das ist eigentlich in Ordnung. So, das kann dann demnächst auch mal gemacht werden. Die haben jetzt schon wieder keinen Strom mehr. Warum haben die keinen Strom? Weil hier ein Schalter fehlt. Boah. Und hier drin ist es wieder 3 Grad. Jetzt machen wir hin. So, jetzt ist hier 7 Grad, 6 Grad. Okay, es kühlt wieder runter. Boah, Alter. Ja, das nenne ich mal gerade so gut gelaufen. Gut. Ja, der Stahl wird nicht reingetragen, das ist nicht so schlimm. Hier ist überall Stahl. Ich glaube, ich habe irgendwie alle Stahl auf der Karte markiert, aus Versehen, zum Abbauen. Das war natürlich nicht so schlau. So. Meine Güte. Ja, das Ding ist jetzt natürlich... muss auch mal getragen werden. Okay. So, jetzt beruhigen wir uns alle erstmal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Nahrung. Wir haben eine Kühlkammer. Wir haben Batterien. Wir haben Strom. Alles gut für den Anfang. Alles gut. Huh. So. Ich würde tatsächlich beim Strom nochmal ganz kurz gucken. Holzfeuergenerator. Kann man machen, muss man nicht. Lassen wir erstmal. Eine Windturbine wäre auch eine Option. Ach, hier unten ist schon vorbei. Schau mal an. Hier unten können wir gar nicht mehr so viel bauen. Das heißt, wir werden hier irgendwann eine Mauer ziehen. Wahrscheinlich sogar direkt hier. Dann wird diese Zone hier nochmal wegkommen. Okay. So, wie sieht's mit Mac aus? Wurde der schon mal angeworben? Weiß es nicht. Wer ist denn hier Aufseher? Unisan mit 2. Hier. Das kann die Poppy auch mal machen. So. Die Konstruktion ist fehlgeschlagen. Das ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Schlimm. Ja, Unisans Laune ist jetzt natürlich im Keller. Mein Haustier starb, ja. Abscheuliche Baracke. Was ist denn hier? Eindruck. Ach, wegen der Sauberkeit wahrscheinlich. Ja, hier muss dann noch gereinigt werden. Gut, lassen wir erstmal. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal hier wieder zu einem normalen Verhalten kommen. Gut. So, du kannst auch mal geerntet werden. Und, wir fällen mal noch ein paar Bäume. Hier in dieser Umgebung. So, die können alle mal gefällt werden. Damit wir ein bisschen mehr Holz hier ranbekommen. Und dann machen wir auch mal, Strukturen. Wir machen mal hier eine Wand hin. Damit wir hier das, Dach vervollständigen können. Das sollte dann ja gehen damit. So. Okay. So. Ich schalte mal wieder auf hohe Geschwindigkeit, damit das hier mal gemacht wird. So, der Boden ist gleich fertig. Das ist gut. Ja, sehr schön. Okay, damit ist der Boden schon mal drin. Das heißt, hier wird es auf jeden Fall... deutlich schöner. Und wir haben jetzt hier auch einen Schachtisch. Heißt, der ist sogar exzellent geworden. Nicht schlecht. Ein Holzstuhl ist ja auch exzellent. Okay. Das wird natürlich die Stimmung der Leute auch beeinflussen. Das ist gut. So. Hier werden die ganzen Sachen aber auch nicht gemacht. Naja. Wir lassen die erstmal. Holy shit. Was passiert da?
Oh nein. Ein Fehler in einer elektrischen Leitung. Leute. Feuer löschen. Leute. Spielt Schach. Lösche Feuer. Alter. Hier muss aber mal ganz schnell was passieren. Scheiße. Oh oh. Oh 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 oh. Das ist Heimatgebiet, ne? Zonegebiet. Heimat, ja, das ist Heimatgebiet. Hier muss gelöscht werden. Ah. So, von außen bitte. Ja, jetzt fängt's drin wieder an. So. Okay, Feuer ist gelöscht. Das muss repariert werden. Ah ja gut, jetzt legen sie sich erstmal schlafen. Ach nee, jetzt geht's hier. Stopp, stopp, stopp. Onisan. Repariere Kühlung. Repariere Stromkabel. Bitte Kühlung reparieren. So. Ist hier noch irgendwo ein Stromkabel kaputt? Ja, ist es. Dann musst du es nochmal ganz kurz machen, denn wir brauchen hier dringend Strom. Gut. So, jetzt haben wir wieder Strom. Alter, ein Kurzschluss. Ja, passiert auch manchmal. Batterien sind leer. Das heißt, hier ist 5 Grad drin. Ah. Ah, meine Güte. Schwere Krankheit. Bewusstlos. Was ist mit dir? Was ist mit dir los? Verhungernd. Denn. Poppy. Fangen. Mach das mal. Und dann musst du dringend. Dringend füttern. Haben wir jetzt wieder keinen Land? Wir haben noch Nahrung. So. Aber ganz schnell. Wir wollen den jetzt nämlich nicht verlieren. So, jetzt sollte es eigentlich auch gleich weggehen. Gefangenschaft. Körper. Nahrungsmangel. Ja, ja, aber das sollte jetzt ja wieder gehen. Er hat jetzt was zu essen bekommen. Also theoretisch. Ja, okay. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen Aufsehen mal auf irgendwo auf 1 machen. Bei Onisan vielleicht nicht. Der hat schon so viel zu tun. Hier vielleicht. Dann machen wir es dort mal auf der 1. Das ist eigentlich auch in Ordnung. So, Forschung ist gleich abgeschossen, wie ich sehe. Ja, perfekt. Versteckte Stromkabel. Sehr gut. Als nächstes werden die Recurve-Bogen erforscht. Und danach, was wird danach erforscht? Habe ich noch nichts eingestellt. Was würde ich denn gerne als nächstes erforschen? Automatische Schalter wäre nicht schlecht, ne? Basic Climate Control. Ja, die ganzen Klimasachen, die kommen natürlich auch irgendwann noch. Das ist auch eine Extra-Mod. Würde ich jetzt allerdings erstmal lassen. Okay, nach dem Recurve-Bogen machen wir hier mal weiter. Machen wir mal den Langbogen. Und jetzt würden wir überfallen. Wollte mich verarschen. So, Stammesmitglieder. Sie werden sich vom Angriff noch vorbereiten. Okay, es ist nur einer. Mit dem Kurzbogen. Aber das würde ich an dieser Stelle einfach mal. Ich würde an dieser Stelle einfach mal die Folge beenden, weil der. Ach Gott, das ist ja nah. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Genau, wo der angreift. Na gut, ich muss los, aber mein Gott. Leute, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao. We'll be right back.